liebe Kinder, heute hat der Hopsi Hopper und ich euch eine Weihnachtsgeschichte mitgebracht. Die Geschichte heißt Hopsi Hopper und der Weihnachtsmann. Vor langer, langer Zeit machte sich der sportliche Hopsi Hopper Frosch auf die Suche nach dem Weihnachtsmann. Unbedingt wollte er einmal mit seinem Schlitten und den Rentieren mitfahren. Schnell sprang er durch den hohen Schnee im Wald. Nach einiger Zeit traf er eine Hasenfamilie. "Wo willst du denn so schnell hin?", fragte der Papa Hase. "Ich suche den Weihnachtsmann mit seinen Rentieren. Wisst ihr vielleicht, wo ich ihn finden kann?", antwortete der Frosch. "Da hast du noch einen weiten Weg vor dir", meinte der Papa Hase und zeigte ihm den Weg. Einige Rehe waren auf Futtersuche im dichten Wald. Aber der Frosch hatte keine Zeit, mit ihnen zu plaudern. Durch den hohen Schnee zu springen, war ganz schön anstrengend. Und so machte Hopsi Hopper eine kleine Pause und setzte sich auf einen großen Stein. Augenblicklich hörte er etwas zischen und schimpfen. "Warum weckst du mich in meiner Winterstarre?" Eine riesige Schlange kam langsam unter dem Stein hervorgekrochen. "Oh, ich wusste nicht, dass du hier wohnst. Ich suche den Weihnachtsmann mit seinen Rentieren", entschuldigte sich Hopsi Hopper. Da lächelte die Schlange versöhnlich und zeigte mit ihrem Schwanz zu einer Lichtung. Frisch erholt sprang der Frosch weiter bis zur großen, verschneiten Wiese. Hopsi Hopper konnte es kaum fassen, als plötzlich eine Herde Rentiere bei einer Futtergrippe genüsslich fraß. Überglücklich beobachtete der Frosch das friedliche Bild. Es dämmerte schon, als plötzlich der Weihnachtsmann mit seinem prächtigen Schlitten zu sehen war. "Schön, dass du mich besuchst, Hopsi Hopper. Leider habe ich momentan nicht viel Zeit. Weihnachten naht", sprach der Weihnachtsmann mit tiefer Stimme. "Dieses Jahr werde ich dir helfen", rief der Frosch begeistert. Und so kam es, dass Hopsi Hopper einen eigenen Schlitten mit Rentieren fahren durfte und dem Weihnachtsmann bei seiner Arbeit half. Ja, das war die Weihnachtsgeschichte mit dem Hopsi Hopper und dem Weihnachtsmann. Vielleicht hast du Lust, ein Tier aus der Geschichte zu Hause nachzuspielen und möchtest auch einmal im Wohnzimmer wie ein Frosch oder ein Hase oder sogar wie eine Schlange durch das Wohnzimmer kriechen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine besinnliche Weihnachtszeit und ein wunderschönes Weihnachtsfest. Bis bald. Baba.